Ich habe eigentlich eine Bahncard, ja. Jetzt kommen wir zu der eigentlichen Story, ja. Weil ich habe das hier aufgemacht in der App, da ist die Bahncard gespeichert, die ist da hinterlegt und das ist cool, weil man braucht keine physische Bahncard zu haben. Ja, das stimmt, reicht einfach in der digitalen Ausführung. So. Okay, dann habe ich da geschaut und dann gesehen, ach scheiße, sie ist nicht aktiviert. Und dann war ich so wirklich so wie damals, wo ich so Inkassobriefe bekommen habe, so, ach scheiße, erst bei dem Inkassobrief habe ich gecheckt, dass ich vergessen habe, eine Rechnung zu zahlen. Yeah. Also ich habe da gesehen, hey, die Bank hat das nicht aktiviert und da war ich so, ja scheiße, ich sitze schon im Zug. Aber ich habe sie doch safe überwiesen. Ich weiß ganz genau, wie stolz ich auf mich war, dass ich das sofort überwiesen hatte. Mhm. Deswegen dachte ich, okay, das sollte eigentlich kein Problem werden. Dann kommt der Kontrolleur und ich dachte, das wäre eine gute Idee, wenn ich so sofort transparent bin. Also er kommt an, yeah, und nicht so wie du, dass ich aus dem Fenster schaue, sondern ich sage ihm sofort, meine Bank hat das nicht aktiviert. Mhm. Okay, dann sagt er so, okay, ja, bla bla. Dann habe ich gesagt, ich habe das bezahlt. Okay, dann hat er gesagt, ja, sag mir deinen Namen, ich schaue nach, ich prüfe das. Okay. Er prüft es. Und dann war ich so, hat er so vor mir gemacht. Ah, okay, ja, also Daniel Wolfson, bla bla. Und dann sagt echt, er so, die können das, die haben sofort? Nee, so, ja, der hat es dann geprüft und dann war da so, nicht. Also da wusste ich sofort, was er meint. Das meine nicht hinterlegt ist. Also das war ganz klar. Okay, da hat er noch eine andere Nummer angerufen, um wirklich sicher zu gehen. Und dann war es wieder das gleiche Gespräch. Daniel Wolfson, nee, nicht. Hat er nicht. Hat er nicht, nee. Und dann so, hast du nicht. Und ich so, ja. Du hast gespoilert. Ja, genau. Und ich so, hey, krass, wie kann das sein, bla 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 und so, was auch immer. Und dann hat er gesagt, hey, ja, also du musst jetzt eine 60 € Strafgebühr zahlen und dann nochmal den Differenzpreis. Autsch. Also weil ich hatte ja eine Vergünstigung, 25%, bla bla bla. Ach so. Also ich hätte 140 € für die Fahrt draufzahlen müssen, theoretisch. Oh. Da habe ich gesagt, hey, lass mich mal ganz kurz drum kümmern. Lass mich mal kurz in Ruhe. Ich habe einfach aus dem Fenster geguckt. Ja, ich bin müde. Kannst du später? Ey, kannst du in 4 Stunden? Ja, ich bin echt müde. Ich würde gerne jetzt schlafen. Na, auf jeden Fall war er dann so cool und meinte so, ja, okay, kümmere dich drum. Dann habe ich mir die Nummer rausgesucht, die dann angerufen, okay? Hm. Ich rufe da an, sag denen, hey, das ist das Problem, ich bin gerade im Zug, ich habe da auch noch schlechten Empfang, was los? Dass du da anrufst und dann so über ihn redest. Ja, so, er labert scheiße. Ich wollte mich nochmal selber bei euch melden. Ja. Naja, auf jeden Fall. So, und ich erwische da so einen alten, unangenehmen Typen. So richtig, das ist so wie beim Bürgeramt oder so, wenn man da irgendwie eine Person hat, die einfach nur scheiße gelaunt ist, dann denkt man sich so, ja, scheiße, ich hab Pech. Ja, dann ist also, auf einmal für dich der Staat scheiße gelaunt. Ja, genau. Also, scheiße, Deutschland. Die lassen nichts durchgehen, du weißt es jetzt schon. Ja, die BRD ist gerade schlecht gelaunt. Ja, scheiße. So war das für mich mit der Bahn. Auf jeden Fall, ich erkläre ihm das Ganze, ich meine so, hey, ich bin schon gerade im Zug, ich habe das Geld überwiesen, das ist die Situation. Und dann sagt er so, ja, okay, ja, dann sagen Sie mal, wann haben Sie denn überwiesen? Das war alles dieser Ton, als wäre ich wirklich so schuldig. Yeah. Ja, wann haben Sie denn so? Ja, dann sage ich, ja, da und da, ich kann Ihnen das auch gerade per Mail schicken, ich habe das überwiesen. Ich habe da und da überwiesen, richtigen Verwendungszweck angegeben, weil er hat mit mir so geredet, als wäre ich so ein Kind. Er meinte so, ja, wenn Sie nicht den richtigen Verwendungszweck angeben, dann kann das Geld ja gar nicht ankommen. So, vielen Dank, Kika TV, Alter. Und, das habe ich auf der Knackskarte schon alles so gelernt. Ja. Ich weiß, wie man Verwendungszwecke. Und ich habe gesehen, so, ich habe das alles richtig gemacht und so. Und dann sage ich, so, nee, ich habe das richtig angegeben. Ich habe an dem und den gezahlt im Januar und 112 €. Ich sehe das hier gerade. Und er war so, wie viel? Und ich sage so, 112. Ja, aber es sind 115 €. Oh. Wenn Sie den Beitrag nicht vollständig gezahlt haben, dann können wir Ihnen auch keine Bahncard ausstellen. So hat er mit mir geredet. Und ich hatte diese 140 € im Nacken. Yeah. Also unter schlechten Empfang, weil ich bin gerade in der Bahn. 3 € haben dich 140 € gekostet. Ja, im Endeffekt, so bis dahin. Ey, und dann meinte ich so, okay, also Sie sehen ja, ich habe das Geld versucht zu überweisen, es war offensichtlich ein Fehler, es war meine Schuld. So, ich war so, es war meine Schuld. Gibt es denn eine Möglichkeit für mich, das nachzuüberweisen und das dann irgendwie nachträglich zu zeigen? Und er war so, also er war wirklich sein Ton, also ich verarsche dich nicht, er war so, nein. Ich sag so, nee, also gibt es vielleicht dann da, wenn ich aussteige, gibt es dann am Schalter, kann ich das? Nein! Ey, weißt du was? Ich bin richtig gesnappt und ich habe so richtig meine Wut gechannelt. Yeah. Ich habe richtig meine Wut gechannelt und das habe ich noch nie gemacht. Ich habe ihn so richtig eklig gefragt, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie Sie heißen? Also können Sie mir Ihren Nachnamen nennen? Und dann hat er mir seinen Nachnamen genannt und ich meine so, okay.
Also, ey, ich bin so richtig gestern. Ich meine so, okay, so passen Sie auf, so können Sie nicht mit mir reden, bla bla bla. Yeah. Also, das war wirklich, ja, es hat auch wirklich gut getan, weil er das dann so runtergefahren ist. Und ich meine so, ich bin gerade in einer Scheißsituation. Ich frage Sie einfach einmal nach einer Alternative. Und dann habe ich ihn wirklich angeschrieben. Ich meine so, Sie können mit mir nicht, Sie sind nicht mein Vater. Ich habe ihm irgendwie sowas gesagt. Also du bist erschöpft in dieser Bahn angekommen, ja, voll geschwitzt, ey, und hast dann eine kurze Zeit später einen anderen Mann am Telefon gesagt, Sie sind nicht mein Vater. Ich war das Gegenteil von Darth Vader, ich weiß nicht. Ja. Naja, aber auf jeden Fall, ey, wirklich. Also, und er ist das Ganze runtergefahren und meinte, aber dann war er trotzdem nervig und meinte so, ja, ich habe ihm schon Nein gesagt und dann fragen Sie mich nach einer Alternative. Was soll ich denn da sagen? Ich sage so, ja, der Ton, Sie können mir nicht Nein sagen. Es war wirklich so ein heftig nerviges Gespräch, aber so, der hat mir noch einen guten Tag gewünscht und bla bla und die Situation war vorbei. Wie, aber und, es gab dann keinen. Naja, im Endeffekt, und da muss ich das sagen, also der Kontrolleur war dann echt cool, ja, Shoutout, Alter, an ihn, weil der ist nochmal zurückgekommen, meinte so, haben Sie sich drum gekümmert, dann habe ich ihm gesagt, hey, also folgende Situation, ich habe 112 Euro nur gezahlt, 3 Euro haben gefehlt, die habe ich jetzt überwiesen, habe ich ihm gezeigt. Das tut mir leid, bla bla. Und dann hat er gesagt, ja, okay, gut, ey, also tu mir so, als hätte ich das jetzt nicht gesehen, aber wenn du ankommst, kümmere dich darum und so. Und das war voll korrekt. Ja, das ist auch wirklich korrekt. Ja. Einfach so im Sinne der Regel und nicht so deutsch, nicht so deutsch. Aber pass auf, nach dem Telefonat, weil ich war so wütend, ich musste diese Energie weiter channeln und ich habe eine so lange Nachricht geschrieben, dass ich das bei der Deutsche Bahn App nicht mal abfeuern konnte. Ich musste zweimal bei der Deutschen Bahn App das Kontaktfenster öffnen. Dann für diese Mail, okay? Oh, und ich möchte dir ganz kurz vorlesen, wie ich die Mail beendet habe, okay? Einen Moment. Okay, so. Wahrscheinlich mit einem Zitat von Cicero oder so, von irgendeinem römischen Feldherr. Nein. Nee, das könnte aber eine werden, nein, Spaß. Einfach wie schon Kaiser Augustus sagte. Hier, okay, ich habe gerade seinen Namen gesehen. Ich hatte wirklich, also ich war so eine Wutmoni in dem Moment, ja. Ja. Aber ich hatte dann am Ende der Mail, kaum ein Unternehmen steht in der deutschen Öffentlichkeit für mehr Fehler und Patzer als die Deutsche Bahn. Da wäre es auch nett, wenn man mal den Kunden nicht mit Härte, sondern Verständnis begegnet. Hey, also hat sich gut angefühlt. Das wird hoffentlich, das wird irgendwann eine Rezension über diesen Podcast. Ja, von mir aus. Irgendjemand wird das nehmen. Wenn sich jemand diese Mühe gibt, ey.